Hallo und herzlich willkommen zu unserem How-to-Do, heute mit dem Thema Futtermischung im Frühjahr. Im Frühjahr gibt es eine Besonderheit, gerade zu Anfang oder wenn ein bisschen die Sonne auf sich warten lässt, die Wassertemperatur. Die Wassertemperatur triggert nämlich das Fressverhalten des Karpfens. Der Karpfen als wechselwarmes Tier ist bei kaltem Wasser nicht so agil unterwegs. Er ist langsam bei der Futtersuche. Er frisst weniger, er frisst Häppchen, aber das brauche ich euch nicht sagen, das wisst ihr. Und weiterhin bei diesem kalten Wasser gilt zu beachten, dass unser Futter möglichst aktiv ist. Während es im späten Frühjahr oder im Sommer bei höheren Wassertemperaturen keine Rolle mehr spielt, weil da einfach das Futter viel besser arbeitet, zum Beispiel dickere Pellets, also Pellets mit einem größeren Durchmesser, müssen wir da zu Beginn der Angelsaison sehr stark drauf achten. In diesem How-to-Do möchte ich euch jetzt also Futter vorstellen, von dem ich wenig füttere, das aber gleichzeitig auch sehr aktiv ist. Fangen wir an. Ich habe hier schon alles gerichtet. Kommt mit und später sage ich noch was zu den einzelnen Zutaten. So, jetzt haben wir hier alles gerichtet, schön hier aufgetischt. Hier seht ihr eine Auswahl von Ködern, von Futter, wo ich sage, das ist fürs Frühjahr wirklich super geeignet. Es ist kleines Futter, es ist hochattraktives Futter und die Fische lieben es einfach. Ich möchte ganz kurz der Reihe nach durchgehen und dann seht ihr, wie hier exemplarisch ein guter Futtermix fürs Frühjahr entstehen kann. Ihr habt schon gesehen, ich fange hier oben an. Ich habe meine Boilies gecrushed. Warum mache ich das? Ich kann einfach viel weniger Boilies einsetzen und habe durch diese Oberfläche, es ist ja viel mehr Oberfläche, es tritt viel mehr Aroma aus, ich habe viel mehr Anziehungskraft. Die Fische finden nur Krümel im Endeffekt, dadurch wird auch wieder, hoffentlich, ein Futterreiz, eine Gier generiert. Aus einer Handvoll Boilies, das reicht schon für einen guten Futtermix. Und was findet dann der Karpfen da drin? Unseren einen Boilie, wo der Haken dran hängt. Das so ist zumindest der Plan. Ansonsten, welcher Friedfisch steht nicht drauf? Dosenmais, ganz klar. Zum einen, im Frühjahr brauche ich wenig Menge. Der ist ready to use. Ich bekomme ihn in jedem Supermarkt oder im Discounter. Er ist schön weich. Er hat eine schöne anziehende Farbe. Gerade jetzt, wo im Frühjahr das Wasser auch wieder klarer wird. Sehr ansprechend für die Fische. Und er ist natürlich absoluter Trumpf durch seinen Geschmack und auch diese Süße einfach. Bleiben wir beim Thema Farbe, visuelle Reize. Mein absoluter Evergreen hier, mein All-Time-Favorite, Haferflocken. Ich glaube, immer wenn ich Futtermischungen einsetze, ist irgendein Prozent Bestandteil Haferflocken mit dabei. Ich habe hier kernige Haferflocken genommen, einfach weil die ein bisschen länger brauchen, bis sie sich vollgesaugt haben. Ihr könnt auch zarte nehmen, das ist einfach Geschmackssache, Empfindungssache. Der große Vorteil ist, neben dieser grell weißen Farbe, die gerade auf so einem grünen Untergrund gut auffällt, ist, dass es Schwebstoffe bildet. Der Fisch kommt mit seinen Brustflossen oder allgemein, es sind kleine Rotaugen, Friedfische am Platz, die wirbeln da rum, es gibt Trubel und diese Haferflocken, die schweben immer wieder hoch, sinken langsam runter, es ist immer Action. Ebenso feine Schwebstoffe bildet Groundbait, also Grundfutter aus. Muss sagen, in den letzten Jahren habe ich den Bestandteil ein bisschen hiervon reduziert und bin gerade noch zu anderen Sachen gegangen, wie diese gecrushten Boilies, weil einfach ich fische mit dem Boilie, ich möchte mit dem Boilie angeln. Groundbait gehört auf jeden Fall rein, nur der Anteil ist durch die gecrushten Boilies ein bisschen reduziert. Achtet hier ruhig auch auf eine ansprechende Farbe und auf einen intensiven Geruch, ganz, ganz wichtig. Sowie natürlich ein Inhaltsstoff oder Zutaten, wo den Karpfen ansprechen. Ne? Maismehle, Getreide allgemein und. Ne? Fischmehl kann auch ein bisschen drin sein. Ebenso ein Partikelköder, der sich super fürs Frühjahr eignet, ist natürlich Hanf, ist klein, durch diese ätherischen Öle sehr, sehr anziehend für die Fische, ist jetzt im Vergleich wieder unauffällig mit diesen schwarzen Körnchen, aber ich brauche es keinem erzählen, der ist ein absoluter Fischmagnet.
Pellets gehören für mich rein. Nicht ganz am Anfang, zu Beginn der Saison, wenn ich sage, wir haben vielleicht noch Januar oder irgendwas. Aber wenn ich wirklich sage, so, ich habe das erste grüne Blatt gesehen, die Wassertemperaturen gehen langsam hoch, können Pellets rein. Der Hintergrund ist einfach, ich möchte, dass dieses Futter arbeitet. Pellets sind fantastische Köder, die arbeiten einfach permanent, die zerfallen, die lösen sich auf, es steigen Schwebstoffe auf, die fallen wieder runter. Ich habe auch wieder Trubel, wenn Karpfen oder andere kleinere Fische am Platz sind. Ja, also er ist ein fantastischer Köder. Ich selbst übertreibe es noch nicht damit. Ich fische nicht nur Pellets, weil auch die wieder mit den steigenden Wassertemperaturen noch besser arbeiten. Deswegen achte darauf, dass es nicht nur gepresste Fischmehlpellets sind, dass vielleicht auch ein bisschen Getreideanteil mit drin ist. Und dann liegt hier auf jeden Fall goldrichtig. Ansonsten, hier sieht man es, keine Kondensmilch vom Kaffee. Ich habe hier einfach mal ein Additiv, ein Flüssiges reingeschüttet. Ich mache damit gerne diesen Futtermix an. Zum einen, diese flüssigen Additive sind natürlich super löslich im Wasser. Die verbreiten sich schnell. Und ich habe damit noch mehr Anziehung. Aber natürlich auch diese Futtermischung, die wir jetzt gleich anmachen werden, muss ja auch ein bisschen binden. Ne? Und das auch bindet, damit höre ich jetzt gleich auf zu reden. Da ist es wichtig, ich habe hier jetzt nicht drauf geachtet, weil ich euch das zeigen wollte, es ist wichtig, dass diese einzelnen Zutaten, diese einzelnen Komponenten in der richtigen Menge vorliegen. Wenn ich zu viel grobe Bestandteile habe, wie zum Beispiel Partikel, Pellets, dann bindet es nicht richtig. Dafür sind wieder wichtig Haferflocken oder ein Crownbait. Also, da müsst ihr vielleicht ein bisschen probieren. Ganz wichtig, nehmt immer erst zu diesem, ich nenne es immer Anmachen, zu diesem Anmachen, Anmischen, nehmt immer erst euer flüssiges Additiv und danach Seewasser. Habt ihr schon Wasser drin und dann kommt noch das flüssige Additiv dazu, kann es Probleme geben, dass diese Mischung nicht mehr hält. Ansonsten machen wir alles mal fertig und dann heben wir das Ganze nochmal in die Kamera. Wow, wenn ihr das hier riechen würdet, ich sag's euch, das riecht schon nach Fisch, ne? Also wunderbar. Wundert euch nicht, ich habe mich jetzt hier, ihr seht es, es ist alles sehr, sehr, sehr lose, sehr locker. Ich habe mich hier für einen sehr groben Mix dann entschieden. Ich habe im Endeffekt keine Wasser mehr aus dem See dran, sondern nur dieses flüssige Additiv. Warum mache ich das? Diese Mischung kann ich jetzt wunderbar in einem PVA-Mesh, also in einem PVA-Strumpf oder natürlich auch in einem PVA-Section direkt beim Haken benutzen. Das möchten wir euch allerdings mal gerne in einem neuen oder in einem nächsten oder in irgendeinem How-to-Do zeigen. Wir haben noch so viele Ideen, verdammt. PVA möchte ich jetzt nicht erklären. Ansonsten, wenn ihr so einen Mix haben wollt und wollt damit ein bisschen the method fischen, ne, also ums Blei kneten, oder ihr möchtet den direkt als Futterballen, sage ich mal, werfen vor das Ufer oder ein paar Meter weiter raus, Crownbait erhöhen, Partikel zurückschrauben. Ihr seht es ja dann, wie das bindet. Ne? Hier, wie gesagt, ein sehr grober Mix, aber wie ihr seht, es ist alles dabei. Schwebstoffe, guckt euch mal meine Hand an, das ist der Wahnsinn. Wir machen gleich noch ein Bild, da fliegt man ja weg. Siehst hier ganz kleine Schwebstoffe, Haferflocken, Anziehungskraft pur, sage ich nur. Jetzt höre ich auf zu philosophieren, weil das will ins Wasser. Und genau, ganz viel Erfolg bei eurer Frühjahrsangelei. Ich bin sehr gespannt, ob ihr noch ein paar Tipps oder Anmerkungen habt in den Kommentaren weiter unten hier auf YouTube. Ansonsten vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und verpasst keine anderen How-to-Dos mehr und Ideen, die wir haben und Sachen, die wir euch vorstellen. Ansonsten habt ihr irgendwas, was euch brennend interessiert? Auch in die Kommentare. Wir freuen uns. In diesem Sinne, los geht's.